Herzlich willkommen im Urlaubsland Nordvorpommern. Hier an der Ostseeküste zwischen den alten Hansestädten Rostock und Stralsund befindet sich an Bodden, Wald und Meer ein Freizeitparadies, das nur darauf wartet, von Ihnen entdeckt zu werden. Also lassen Sie sich getrost verführen. Nutzen Sie Ihren Urlaub und erfüllen Sie sich den Traum vom Fliegen. Vom Flughafen Barth können Sie ohne Mühe mit dem Flugzeug über den Naturpark schweben. Das Seebad Zingst, zwischen Ostsee und Bodden gelegen, ist seit Ende des 19. Jahrhunderts ein bekannter Badeort und wegen des reichhaltigen Angebots an Wanderwegen, der kilometerlangen, feinsandigen Strände ein bevorzugtes Urlaubsdomizil. Von der Seebrücke geht der Blick zu Strandkörben, Deich und dem neuen Kurhaus. Das Haus des Gastes wurde im gleichen Stil und an der alten Stelle errichtet, an der schon das erste Kurhaus gestanden hat. Von der Terrasse haben Sie eine wunderschöne Aussicht auf die Promenade, beobachten den lebhaften Betrieb am Strand und die Radfahrer auf dem Deich. Direkt an der Ostsee in Prerow befindet sich ein Zeltplatz in den Dünen. Hier am endlosen Strand darf gezeltet und gecampt werden. Der Platz ist ein Eldorado für junge und alte Naturliebhaber, Strandläufer und Sonnenhungrige. Aber leider in der Urlaubszeit fast immer ausgebucht. Das ist der einzige mit 5 Sternen ausgezeichnete Campingplatz in Nordvorpommern. Das Zeltlager befindet sich im Seebad Zingst am Rande des größten Vogelschutzgebietes in Deutschland. Es ist ein Paradies für Camper, Naturfreunde, Zelter und Freiluftsüchtige. Und zum Strand sind es keine 500 Meter. Für Wohnmobilisten und Frischluftenthusiasten gibt es in der gesamten Urlaubsregion Campingplätze für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Vom Zeitalter der Technik längst überholt, ist der Reiz der Leuchttürme unverändert. Der Darßer Leuchtturm hatte 1998 seinen 150. Geburtstag. Alle 22 Sekunden schickt er seinen Lichtstrahl über das Meer. Damit ist er der älteste noch in Betrieb befindliche Leuchtturm an der Ostsee. Wer die 134 Treppenstufen nicht scheut, hat von dem 35 Meter hohen Turm einen Blick weit über Meer und Landschaft. Das Leuchtfeuer kann sicher viel von der maritimen Vergangenheit dieser Gegend erzählen. In den tausendjährigen Urwald bei Prerow, zum Leuchtturm und zum Darßer Ort, kommen Sie nur mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit der Pferdekutsche. Gleich mehrere Fuhrunternehmen bieten die beliebten Rundfahrten durch dieses Naturschutzgebiet an. In den größten Teil dieses Forstes setzten über 70 Jahre keine Menschen ihren Fuß. Und so konnte sich eine einzigartige Naturlandschaft entwickeln. Die krummen Bäume am Straßenrand sind sogenannte Windflüchter. Die haben sich von der vorherrschenden Windrichtung abgewandt und diese typischen Formen angenommen. Wer mit seinen Kindern die schönste Zeit des Jahres in dieser Ferienregion verbringt, dem stehen Ferienhäuser, Wohnungen und Hotels mit Meeresrauschen und Strandblick in jeder Preiskategorie zur Verfügung. Dieses 5-Sterne-Ferienhaus mit 125 Quadratmetern Wohnfläche ist mit 3 Schlafzimmern, Whirlpool, Sauna und einem Ruheraum mit Boddenblick ausgestattet und kostet nicht die Welt. Die Leute hier sind manchmal etwas wortkarg, aber immer herzlich und vor allem gastfreundlich. Egal, ob sie in einem Ferienhaus, im Landgasthof oder in einem 5-Sterne-Hotel wohnen.
Nach historischem Vorbild hat der Hotelier diesen Steinbackofen gebaut. In diesem Ofen werden das Brot für das Frühstücksbuffet und der Kuchen für die Kaffeetafel gebacken. Frische Seeluft macht ja bekanntlich hungrig. Daher finden Sie auf den Speisekarten der Restaurants eine abwechslungsreiche Palette der regionalen Küche mit fangfrischem Fisch von A wie Aal bis Z wie Zander. Und aus den Wäldern dieser Region gibt es reichlich Wildbret, Beeren und Pilze. In Großmutters Zettelsammlung wurden die alten Rezepte wieder neu entdeckt. Der hausgemachte Frischkäse und die Tomaten werden mit Olivenöl und Balsamico-Essig angerichtet. Garniert wird mit rotem Pfeffer und Rapsblüten. Dazu gibt es das ofenfrische Sauerteigbrot aus dem alten Backofen. Frisch restaurierte und modernisierte Ferienhäuser und Wohnungen warten darauf, von ihnen gebucht zu werden. Und die neu entstandenen Hotels haben internationales Niveau. Wenn Sie dem Trubel der Badeorte entfliehen wollen, dann suchen Sie sich ein Quartier landeinwärts im Hinterland. Hier verstummt der Lärm. Und Sie tauchen ein in die Stille der Boddenlandschaft oder in die Ferienregion von Regnitz und Trebeltal. Überall laden Gaststätten und Bistros, Cafés und Teestuben den hungrigen und durstigen Urlauber zum Verweilen ein. Im Dars-Museum in Prerow gibt es eine Sammlung von alter Kunst und fantasievoll geschnitzten Darser Haustüren zu besichtigen. Hier erfahren Sie mehr über die symbolischen Inhalte der seit Generationen überlieferten Ornamente. Die ältesten Türen stammen aus dem 19. Jahrhundert und stehen unter Denkmalschutz. Das westliche Tor zur Halbinsel Fischland-Dars-Zingst ist die Doppelstadt Riebnitz-Dammgarten. Im ehemaligen Kloster St. Klaren in Riebnitz präsentiert das Bernsteinmuseum mit 750 Exponaten die bedeutendste Bernsteinsammlung in Deutschland. Bernstein fasziniert seit jeher die Menschen und das Gold der Ostsee ist seit Jahrtausenden ein begehrter Schmuckstein. Das Museum bietet Einblicke in die Beschaffenheit des Bernsteins und in seine Kulturgeschichte. Diese Nachbildung aus dem berühmten Bernsteinzimmer wurde von den Restauratoren in St. Petersburg für das Riebnitzer Museum gefertigt. Vielleicht finden Sie bei einer Strandwanderung auch ein Stück Bernstein, das Gold der Ostsee. Viel Glück! Wer noch mehr über die Verarbeitung wissen will, kann das in der Schaumanufaktur in Dammgarten erfahren. Hier wird Bernsteinschmuck vor Ihren Augen in der gläsernen Produktion gefertigt. Und Sie können die wichtigsten Stationen der Schmuckgestaltung und Herstellung kennenlernen und auch kaufen. Sie werden nicht gezwungen, nur zu gucken, sondern Sie können sich selbst einen Glücksstein- oder Bernsteinanhänger formen. In einer extra dafür gebauten Besucherschleiferei erschaffen und gestalten Sie mit Ihren Kindern Ihr eigenes Schmuckstück. Das größte, schönste und neueste Nationalparkzentrum in Deutschland ist die Darser Arche in Wiek. In dieser Informations- und Bildungsstätte erfahren Sie mehr über den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. In der Arche sitzen Naturschutz und Kultur, Tradition und Touristik in einem Boot. In einer Ausstellung informiert man Sie über das Wirken der Kräfte, die zur Entstehung dieser Landschaft führten. Für Erwachsene und Kinder ist die Arche ein Museum zum Anfassen. Die Fischlandkirche in Wustrow steht auf geschichtsträchtigem Grund. An dieser Stelle sollen schon die Slawen einen Tempel für den Wendengott Svantevit errichtet haben. Von der Aussichtsgalerie begreift man auch den Ortsnamen Wustrow, Svante Vozdrove, der Ort auf der heiligen Insel.
Wenn Sie von Ribnitz zum Fischland fahren, kommen Sie zur Ortschaft Glockenhagen. Unternehmen Sie einen Ausflug in die Geschichte und besuchen Sie das dortige Freilichtmuseum. Im Sommer finden an Wochenenden regelmäßig Vorführungen statt. Das Museum hat eine beachtenswerte Sammlung von alten bäuerlichen Gebäuden und Gerätschaften. Wenn Sie sich einen Kräutergarten zulegen möchten, dann haben Sie hier die beste Gelegenheit, Ihre Kenntnisse zu erweitern. Die Meiningenbrücke ist der Zugang zur Halbinsel und Zingst. Für die Segler und Bootstouristen, die in den Bodden wollen, wird sie zu bestimmten Zeiten geöffnet. Der Naturschutzpark wurde erst Ende der 80er Jahre, kurz vor der Wiedervereinigung, zum Nationalpark erklärt. Von der Hohen Düne bei Prerow sehen Sie, dass nur wenige Meter die Ostsee vom Bodden trennen. Zu einem Urlaub an der Ostsee gehört auch eine Seereise, sei es mit dem Ausflugsdampfer nach Hiddensee oder Rügen oder zu einer Boddenrundfahrt. Wer will, kann seinen Drahtesel mit an Bord nehmen und über die Radwanderwege entlang der Boddenküste zurückradeln. Die schottischen Hochlandrinder fühlen sich am Prerow-Strom putzmunter. Die alten Fischerhäuser und die zottigen Gesellen unterstreichen noch das friedliche Bild dieser Landschaft. Von der Hohen Düne am Pramort, am östlichsten Rand der Halbinsel, haben Sie eine tolle Aussicht. Die Landschaft gehört zum besonderen Naturschutzgebiet der Europäischen Gemeinschaft. Nur den Kräften von Wind und Wasser ausgesetzt, darf sich die Natur im Nationalpark frei entfalten. Allein oder unter sachkundiger Führung gibt es Radwanderungen durch den Nationalpark. Die Radtourenkarte erhalten Sie bei allen Kurverwaltungen. Auch abseits der touristischen Orte hat die Region ihre Reize. Und noch stehen sie, die alten Trafohäuschen am Dorf- und Straßenrand. In der weiten Landschaft finden Sie die in Deutschland selten gewordenen Störche verhältnismäßig oft. Von Ribnitz-Dammgarten sind es gerade mal 15 Kilometer bis zum Vogelpark in Marlow. Die großzügig angelegten Volieren und Freianlagen sind teilweise begehbar. Die Vorführungen mit Greifvögeln wie Adlern, Milanen und Falken sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Im Tropenhaus lernen Sie die tropische Flora und Fauna kennen und sehen neben Schmetterlingen, Vögeln, Zwergottern noch eine Vielzahl anderer interessanter Tiere. Das historische Ausstellungshaus der Kunstkarten und viele Ateliers laden Sie in Ahrenshoop zu Besichtigungen ein. Inmitten dieser Künstlerkolonie lebt Rainer Dörner. Der Maler begrüßt gerne Gäste in seinem Haus. Die kommen zum einen der Bilder, zum anderen des Gartens wegen. Wer kreativ sein will, kann unter fachkundiger Anleitung im Töpferhus bei Renate Jankowski das Töpfern an der Scheibe ausprobieren und seine eigenen Tongefäße herstellen. Natürlich gibt es die von der Künstlerin gefertigte Fischlandkeramik auch zu kaufen. Die Ahrenshooper Schifferkirche lädt zu Stille und Andacht ein. Wie ein Kiel oben liegendes Boot wurde 1951 das Gotteshaus erbaut. Vier Schiffsmodelle, von dem Ahrenshooper Kapitän Heinrich Voss gestiftet, schmücken das Kirchenschiff. Die liebenswerte Kleinstadt Barth am südlichen Ufer des Barther Boddens mit ihrer kleinstädtischen Bebauung ist seit Jahrhunderten unverändert. Von der alten Stadtbefestigung hat sich außer dem Fangelturm nur noch der 35 Meter hohe Backsteinturm, das Dammtor, erhalten.
Der Grundstein der Marienkirche in Barth wurde vor über 750 Jahren gelegt. Im Lauf der Jahrhunderte wurde das Innere der Kirche oft verändert. Im Sommer finden jede Woche Konzerte statt. Dabei steht die Orgel der Marienkirche im Mittelpunkt. Die ehemals bedeutendsten Orgelbauer Preußens, Johann Buchholz und Sohn, haben vor über 175 Jahren die Orgel erbaut. Heute gehört sie zu den besonders wertvollen Orgeldenkmalen in Deutschland. Damit das einmalige Instrument restauriert werden kann, gibt es ein Förderprojekt. Auch Sie können Pate einer Orgelpfeife werden. Unter www.buchholzorgel.de können Sie sich im Internet informieren. Vom ehemaligen alten Speicher am Hafen, der heute ein attraktives Hotel ist, fahren Sie mit der MS Vorpommern über den Barther Bodden. Hier soll einst die sagenumwobene, versunkene Stadt Vineta gelegen haben. Zwischen Pramort und Hiddensee befindet sich der größte Kranich-Rastplatz in Europa. Alljährlich rasten Hunderttausende von Kranichen und andere Zugvögel an der Ostsee- und Boddenküste. Während des herbstlichen Vogelzugs von Skandinavien zu den südlichen Winterquartieren rasten hier tausende Kraniche. Bevor sie ihren Flug nach Spanien und Nordafrika fortsetzen, fressen und ruhen sie mehrere Wochen in dieser Gegend. Am Abend, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, nimmt eine Kranichstaffel mit trompetenden Lauten und ruhigem Flügelschlag Kurs zu ihren Schlaf- und Rastplätzen. An den bis zu 18 Meter hohen Kliffranddünen des hohen Ufers bei Ahrenshoop führt an der Abbruchkante ein Weg entlang, der zu den beliebtesten Wanderwegen des Fischlands gehört. An den endlosen weißen Sandstränden dieser Halbinsel findet jeder seinen Platz zum Sonnenbaden. Ein Paradies für Surfer ist die Ostsee allemal. Und FKK-Anhänger kommen nicht nur am Altäger Kliff auf ihre Kosten. Die Kinder an der Seebrücke von Graal-Müritz kümmert das Wetter wenig. Sie spielen mit Wasser und Sand. Ganz Mutige gehen bei 16 Grad Wassertemperatur in der Ostsee schwimmen und haben dabei viel Spaß. Die unvergleichliche Atmosphäre, das Reizklima und die frische Seeluft sind ein wichtiger Faktor für einen gesunden Urlaub. Der küstennahe Wald und der Strand laden zum Wandern und Sonnen ein. Viele Restaurants und Hotels befinden sich in Strandnähe. Das Seebad hat seinen Charakter und seinen Charme als Familienbad bewahrt und bietet seinen Gästen erholsame Ferien in schöner Umgebung. Als dieser Pott vor 50 Jahren hier gestrandet ist, hat man das alte Schiff, die Stinne, zu einem Hotel umgebaut. Wenn Sie Natur pur lieben, aber nicht auf den gewohnten Komfort verzichten wollen, dann gibt es auf der Halbinsel Hotels der Extraklasse. Hier können Sie sich entspannen und die Zeit vergessen. Geselligkeit und den kleinen Klönschnack finden Sie an der Bar. Von den Zimmern haben Sie einen weiten Blick auf Wald und Ostsee. Was kann es Faszinierenderes geben, als die Naturschönheiten der Boddenlandschaft vom Wasser aus zu erkunden? Von der kleinen Marina in Wustrow können Sie mit der MS Bültenkieker die Größe der Boddengewässer erkunden. Mit etwas Glück können Sie Seeadler, Reiher und eine Vielzahl von seltenen Tieren beobachten. Erfreuen Sie sich an der historischen Strecke von Prerow nach Bodstedt. Hier fahren Sie an Störtebeckers ehemaligem Schlupfwinkel Hertesburg vorbei. Immer wieder trifft man diese alten Fischerboote. Die Zesenboote, ein Bootstyp, der nur in der Boddenregion gebaut wurde, sind Originale aus der guten alten Zeit. Heute werden sie gehegt und gepflegt. Und Andreas Schöntier segelt mit seiner Sannat, was auf gut Deutsch Zander heißt, gerne mit seinen Gästen auf dem Bodden. Erkunden Sie die Ferienregion an Bodden, Wald und Meer.
Was für den einen die wunderschönen Alleen sind, für den anderen der Nationalpark oder die Strände an der Ostsee. Es lohnt sich zu jeder Jahreszeit, diesen Garten Eden zu entdecken.